So kann der Frühling doch direkt mal beginnen. Noch nichts eingekauft, noch kein Saatgut und Regenwetter. Und unser Pferd steht draußen. Nein! Ach, das wird's verkraften. Erstmal gucken, morgen ist schon wieder ekliges Wetter. Sparen wir uns die Gießarbeit. Der dritte Tag des Frühlings. Veranstaltung diesen Monat sind am 8. Fest der Frühlingsgöttin, am 18. Pferderennen, 22. Kochfest. Mal gucken, was Farmer Fran sagt. Farmer Fran! Farmer Fran! Ja, Jimmy, ich habe Saatgut gepflanzt, aber das kennen wir schon. Und die Neujahrsgala mit Jeder ist ein Star. Ein fröhliches neues Jahr Ihnen allen. Heute werden alle Gäste uns etwas vorführen, was sie speziell für diese Sendung einstudiert haben. Als erstes zeigen wir 00 und XX ihre Zaubertricks. Oh, unglaublich, 00s Daumen ist von mir von der Hand abgetrennt. Oh, verblüffend, XX Knie sind vertauscht. Was für ein großartiger Trick. Als nächstes die Kochkünste von Dreieck Dreieck. Es gibt Grillfleisch, man nehme einen mittelgroßen Fisch, eine Bratpfanne Salz und Sojasauce. Scheint fertig zu sein. Dann wollen wir mal kosten. Delikat. Und zum Schluss ein Lied von Viereck Viereck, der Natto-Song. Nimm Natto und Senf und auch Sojasauce. Misch alles zusammen. Ein Ei muss dazu, nur das Hacke Eigelb, okay? Schneid frühlig Zwiebeln rein und dann rühre es fein. Rühre es um Natto. Yum! Kann man sich eine schöne Art vorstellen, Natto zu essen. Sie haben alle unglaublich viel Talent und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Bis zum nächsten Jahr. Leben Sie wohl. Also auf die Sendung hätte ich jetzt verzichten können. Wo ist eigentlich unser Hundi? Ist er noch bei Bali? Frohes neues Jahr. Dieses Jahr packen wir beide ordentlich zu. Du auf der Farm und ich auf der Obstplantage. Cliff. Das ist ja süß, das ist ja echt lieb von ihm. Frohes neues Jahr, besucht unseren Laden im Herzen des Dorfs. Jeff vom Supermarkt. Jeff, ich heiße Jeff. Frohes neues Jahr, die Bücherei ist montags geschlossen. Mary. Wenn du Hennen züchten willst, komm zu Lils Hühnermarkt. Unsere knubbelklugen Küken freuen sich auf ihr neues Zuhause. Lilia, Rick und Popuri von Lils Hühnermarkt. Nein, ich hab den letzten Brief übersprungen. Da müsst ihr ganz schnell auf Pause machen, wenn ihr das lesen wollt. Und wir müssen auch noch angeln, denn wir brauchen noch mehr Fische. Wir brauchen noch 4 Fische. Denn bei 50 Fischen passiert etwas. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe. Kann natürlich auch sein, dass das Mist ist, was ich da gelesen habe. Aber es gibt ja so ein paar diverse Seiten. Da traue ich den Informationen schon, wenn die mit anderen Infos übereinstimmen. Nein! Okay, die Blume können wir gleich noch neu sammeln. Sechs Hühner. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Nein, die Blume behalten wir. So und. So und. So und. Warum habe ich das geahnt? So. Du bleibst da und du bleibst da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hab grad schon gedacht, da würde ein Huhn fehlen. Ja komm, Pferdchen, wo bist du? Einmal so, alles anordnen. Ich glaube, wir könnten unsere Hacke auch noch einmal aufbessern. Dass wir hier noch mehr Reihen schaffen. Hallo Plattfuß. Ja, Plattfuß, du siehst heute glücklich aus. Ja, komm. Komm, Junge. Ja, komm, Junge. Ja, komm.
Ja, genau, komm hierher. Ja, hier. Ja, fein. Oh, du blödes Pferd. Ey, ey, ey. Oh, du sollst... Du sollst dahin gehen. Genau. Dahin, dahin und... Los, nach oben. Ja, komm schon. Mann, bist du ein stures Vieh. Dann bleib im Regen. Wenn du krank wirst, ist das nicht mehr meine Schuld. Also ehrlich, Emma, du siehst aber heute glücklich aus. Es scheint in etwa 16 Tagen soweit zu sein, Dumpfi. Und Dumpfi sieht immer fülliger aus. Oh, wir haben gleich wieder Wolle von Stumpfi. Erstmal Bella noch abbürsten. Also ehrlich, Stumpfi, du siehst aber heute glücklich aus. Melken. Und Stumpfis Wolle nehmen wir auch direkt mal mit. Boah, das ist aber eine große Menge. Wolle, M. Weiche Wolle vom Schaf, normale Menge. Was, normal? Sie sehen riesig aus wie Menge. Und ist bestimmt ganz stumpf. Von Dumpfi ist bestimmt schöner. Ist bestimmt nicht so stumpf. So, Tiere gefüttert. Und schon wieder was weggeschmissen. Haben wir den Honig mitgenommen? Ja, haben wir. Haben wir die Fische gefüttert? Jetzt auf jeden Fall. So, dann nehmen wir noch die Kräuter und die Bienen mit. Heute gehen wir mal nicht in die Mine. Denn wir müssen ja noch einkaufen und wir wollen ja noch etwas höhere Zuneigung von den Zwergen. Beziehungsweise von zwei der Zwerge. Da haben wir gar keine Zeit, um in die Mine zu gehen. Das können wir machen, wenn wir alles andere erledigt haben. Außerdem brauchen wir ja noch Gurkensaat und die muss ja auch noch ausgesät werden. Und unseren Hundi brauchen wir auch noch wieder. Hundi? Hundi? Mods? Mods, bist du da? Na, wenn das nicht der Herr von der Retro-Fanfare ist, brauchst du was? Butter, Tiermedizin, Schaf kaufen, oder? Wir brauchen nichts. Wenn du noch was brauchst, schau einfach wieder rein. Können wir den Hund mitnehmen? Oder wollen wir den noch ein bisschen hier lassen? Sieh an, wie geht's dir, kleine Hana? Ja, feines Hundilein. Ach komm, wir lassen ihn. Nee, wir bringen ihn nach Hause. Mutz ist gerade auf der Jodel Ranch. Ja, ist ja gut. Dürfen wir unseren eigenen Hund nicht mal mitnehmen? Sachen gibt's? Gibt's ja gar nicht. Das ist unser Hund. Kauft euch einen eigenen. Mann, ihr habt ja einen. Stimmt ja.
Und was sagst du, Kater? Stu und May kommen Montag und Mittwoch nicht in die Kirche. Ich mache es mir heute gemütlich. So, erstmal die Zwerge. Das war Lila und Orange. Die Oranje. Wow, danke schön. Wow, danke schön. Leute, ernsthaft. Komm hier, ihr kriegt noch eine Birne. Danke dir. Aber nur eine. Danke dir. Ah, gut. Gehen wir morgen nochmal hier hin. Dann kriegen die morgen nochmal ein Blümchen. Ich hasse euch. Ihr wollt immer nur Blumen und Geschenke. Und ich darf nicht mal Tee mit euch trinken. Hi? Ich hab's geschafft. Sie haben mein Bild ausgewählt. Oh, das ist großartig. Lass es uns gleich im Laden ausstellen. Ich bin froh, dass ich mich entschlossen habe, das Dorf zu zeichnen. Ja, das Dorf wird sein. Ja, lass uns zur Feier des Tages etwas Besonderes machen. Schauen wir mal. Hi, ich würde gerne was kaufen. Das sind Obst- und Gemüsesaat. Die Saat, die wir jetzt haben, müssen im Frühling gepflanzt werden. Wenn du ein Treibhaus hast, kannst du sie jederzeit pflanzen. In jedem Tütchen sind 9 Saat. Deine Ernte kannst du verkaufen oder selbst essen. Möchtest du Saat kaufen? Ja, ich möchte Gurken. Wie viele willst du kaufen? Ha, dann machen wir 1, 2, 3. Warum machen wir 4 Felder? Nein, nicht 99. Machen wir 4. Oder machen wir 5 Felder mit Gurken? Vielen Dank. Machen wir 2 Felder mit Kartoffeln. Sind wir bei 7? Okay, ich werde es dir später zur Farm schicken. Vielen Dank. 7. Dann haben wir 10 Felder dann. Machen wir nämlich noch 3-mal Rüben, dann haben wir 10 Felder erstmal. Okay, ich werde es dir später zur Farm schicken. Vielen Dank. Ach komm, wir machen noch 4 Grassaat, dann können wir den Streifen nochmal um 4 Felder vergrößern. Autsch, 2000. Okay, ich werde es ja später zur Farm schicken. Vielen Dank. Ich glaube, das reicht doch. Nun, wir haben immer Saat im Sortiment. Wie viel Fischfutter haben wir? 64 und 46. Kann man jetzt umdrehen, dann haben wir genau gleich viel. Hühnerfutter haben wir auch noch. Reicht noch für... Ja, eine Woche reicht das noch. Eine Woche ab morgen. Und Kuhfutter können wir uns ja selber machen. Hast du gehört? Mein Bild wurde ausgewählt. Ja, cool. Freut mich für dich, Jeff. Wir sollten etwas zur Feier des Tages machen. Zum Beispiel mich in eure Wohnung lassen. Okay, wer ist da wo rausgekommen? Hallo? Hey, Doktor. Manchmal treffe ich Basil auf dem Mutterhügel. Er ist sehr freundlich. Und er bringt mir vieles über Heilpflanzen bei. Das hört man doch gerne. Halt! Weg ist er. Ich wollte ihm gerade eine Heilkraut schenken. Oh, Oma Ellen, können wir noch eine Birne schenken? Hallo Oma Ellen. Oh je, draußen regnet's. Oh, ich hätte gern einen Schaukelstuhl. Ich glaube, ich mache meine Amazon-Wishlist fertig und...
Dann schicke ich den Link, den packe ich in die Videobeschreibung, dann könnt ihr mir alle, wer will, der kann mir dann einen Schaukelstuhl schenken. Dankeschön, Kalala. Oh, warte mal. Ich werde dir zeigen, wie man Sandwiches macht. Hörst du mir zu? Ich höre dir zu. Okay, zuerst schneidest du das Brot mit einem Messer in Scheiben und schmierst Butter drauf. Dann legst du Dinge wie Gurken, Tomaten zwischen die Scheiben. Hartgekochte Eier schmecken auch gut. Man kann eigentlich fast alles nehmen. Ellie probiert alle möglichen Sachen aus für Stoof-Sandwiches. Könnte da Gurke, Tomate, etwas Mais und Marmelade nehmen? Ein bisschen Pfirsichmarmelade. Oder Aprikosenmarmelade. Man könnte das aber auch alles sein lassen, diese Rumexperimentiererei. Kochen müssen wir eigentlich auch mal mehr. So, die beiden Kräuter. Dann nehmen wir doch erstmal die hier. Was ist das? Das sind die Gurken. Einmal das Feld eben neu machen. So. So und so. Dann da. Und da. Und da. Und da. Und hier kommen auch noch ein paar Gurken hin. Oh, dann können wir dem Kappa auch Gurken bringen. Der Kappa mag gerne Gurken. Und der Kappa wohnt? Wo wohnt der Kappa denn? Das müssen wir auch noch rausfinden. Aber erst, wenn die Gurken reif sind. So. Das ist Grassaat, das sind die Kartoffeln, das müssten dann die Möhren sein. Oder sind das die Kartoffeln? Das sind die Kartoffeln. Also schön Kartoffeln aufwerfen, müsste ich auch mal wieder machen. So. So und so. Einmal das. Einmal das. Und so. Und so. Und ja, komm. Und einmal so. Und da klingelt mein Handy auszustellen und schon darf man einmal die Aufnahme unterbrechen. Und damit willkommen zurück zum Rest des dritten Frühlingstages. Jo Digga, ich nehme dir Zeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Schwör, Alter. So. So, den auf die Ecke. Also das Gras, das werden wir hier auf jeden Fall noch ein aussehen. Komme, was da wolle. Ich glaube, am nächsten Tag könnten wir tatsächlich mal eins der Mädels mit Schmuck beschenken. Viel zu tun haben wir jetzt ja nicht. Ich glaube, das wäre wirklich mal was Sinnvolles, was wir mit unserer Zeit dann machen können. Echt jetzt?
vom Grasen aussehen. Bist du jetzt kaputt? Okay, wenn du meinst, dass das so anstrengend ist. Wow, da haben wir jetzt richtig hier was angepflanzt. Da können wir doch dann ruhigen Gewissens sogar ins Bett gehen. Und mal 5 gerade sein lassen.